Redaktion wird dicht gemacht. Er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdovi, Erdovo, Erdovan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdovi, Erdovo, Erdovan. Gleiche Rechte für die Frauen. Die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdovi, Erdovo, Erdovan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdovan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Mesulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdovi, Erdovo, Erdovan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdovi, Erdovo, Erdovan. Gleiche Rechte für die Frauen. Die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdovi, Erdovo, Erdovan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdovan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix.
Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdogo, Erdogan.
Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei.
Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. In Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it.
Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert.
Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist...
ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschübitü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschübitü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Erlebt.
lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Mersunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Mersunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang.
Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast.
Redaktion wird dicht gemacht. Er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen. Die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier.
Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan.
Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen. Die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumdus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix.
Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan.
gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. In Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei.
Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis Mersulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis Mersulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it.
Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert.
Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan.
sein Land ist reif für einen EU-Beitritt. Er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Wow, 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 wow. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer
lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Mesulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Mesulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang.
Wow, 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 wow. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor uns, bis Maschus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor uns, bis Maschus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast.
Redaktion wird dicht gemacht. Er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen. Die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdo wie, Erdo wo, Erdo an. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü sagt Erdo an. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdo wie, Erdo wo, Erdo an. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü sagt Erdo an. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier.
Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdogan hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdogo, Erdogan.
Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert,
alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen,
die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei.
Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hatte ich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hatte ich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it.
Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Mesulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert.
Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan.
sein Land ist reif für einen EU-Beitritt. Er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forbus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdo-wi, Erdo-wo, Erdo-war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdo-wi, Erdo-wo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdo-wi, Erdo-wo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Wow, 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 wow. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß,
der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riff, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riff, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang.
Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein rottiger Baumann errichtet ohne Baugenehmigung in ein Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er Hals. Warum braucht er viele Schals? Ist mir Schuss! Ein Journalist, der was verfasst, hat Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast.
Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen. Die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdo wie, Erdo wo, Erdo an. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdo an. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdo wie, Erdo wo, Erdo an. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdo an. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier.
Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat nen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat nen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdogo, Erdogan.
Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen. Die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Mesunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert,
alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forbus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo-wi, Erdo-wo, Erdo-war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdo-wi, Erdo-wo, Erdo-war. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdo-wi, Erdo-wo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü-bit-ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forbus, bis Maschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo-wi, Erdo-wo, Erdo-war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdo-wi, Erdo-wo, Erdo-war. Gleiche Rechte für die Frauen,
die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Mesunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei.
Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritiker nehmen, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it.
Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Minisultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Minisultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert.
Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt. Er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Bus, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein
sein Land ist reif für einen EU-Beitritt. Er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Öff macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Öff macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis Meschulis. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdovi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdovi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdovi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt. Er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Öff macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Öff macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix.
Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Öp macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Öp macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Öp macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Öp macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in den Knast. Öp macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Öp macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang.
Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat nen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat nen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis mehr Schulz. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast.
Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdo wie, Erdo wo, Erdo wann. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü sagt Erdo wann. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Mesulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdo wie, Erdo wo, Erdo wann. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü sagt Erdo wann. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier.
Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nichts. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nichts. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forbus, bis Mesunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdo wie, Erdo wo, Erdo. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forbus, bis Mesunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif
für sein großosmanisches Reich. Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan. Sein Land ist reif für ein EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Wow. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Mesulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan. Sein Land ist reif für ein EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Wow. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden.
stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Mesunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hatte ich in der Hand. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdo wie, Erdo wo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit. Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Hey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer ihn Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Mesunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hatte ich in der Hand. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht,
das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Das macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Das macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Das macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Das macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Das macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Das macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es.
Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forbes, bis Mesuns. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdo hat einen Vogel, den hat er stets dabei. Oh, Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und den wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Ey, gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt. Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert. Macht nix. Und wer einen Diktator nennt, kommt 14 Monate in Knast. Macht nix. Und der verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung. Macht nix. Lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forbes, bis Mesuns. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS.
gib ihm dein Geld. Er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt. Er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Mutti in Türkei, schöne Bilder, 1, 2, 3. Mutti sagt, geile Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo. Yeah. Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgeseier. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat keine Eier. Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Öp macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Öp macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden.